Liebe Wassersportsfreunde, ich möchte euch begrüßen an einem wunderschönen Frühjahrstag. Wir haben extra die Sonne bestellt. Ich bin der Werkstattleiter Thomas Brachmüller und ich nehme euch mit auf die Reise heute, um einmal so eine Übergabe mal zu zeigen, was der Kunde sonst nicht so mitbekommt, wenn so ein Boot aus der Werft kommt. Wenn das ausgepackt wird, hier vorbereitet wird für die Übergabe, was wir so als Background-Arbeit leisten, um dass der Kunde sorgenfrei nachher ablegen kann. Testen die Dichtigkeit nochmal auf Vollgasfahrt. Herz und Nieren würde man jetzt im Krankenhaus sagen. Und ja, zeige euch einfach mal, was hier so alles gemacht wird. Das Wichtigste, bevor wir hier starten, das Boot kommt eingeschweißt hier an, wird also untenrum schon mal befreit am Rumpf, damit wir da, was im Wasser ist, gut entfernen können. Ich würde jetzt einfach mit euch reingehen ins Innere des Schiffes. Wir müssen einmal gucken, ob das Boot dicht ist. Das Allerwichtigste, bevor wir aus den Gurten hier rausfahren und die Plane oben entfernen, würde ich einfach mit euch die wichtigsten Dinge soweit gucken, dass das Boot auch kein Wasser ins Schiff läuft. Wir öffnen einmal die Bilge, gucken einmal, ob alles trocken ist. Einmal die ganzen Staukästen einmal hochgenommen. Hier sieht es erstmal gut aus soweit. Bilge ist trocken. Die ist auch durchgehend, sodass wenn irgendwo eine Undichtigkeit sein sollte, im mittleren Bereich, hinteren Bereich, würde also hier Wasser schon ankommen. Sieht erstmal gut aus, können wir weitergehen zum nächsten. Einmal die Treppe nochmal kurz angehoben, einmal hier einen Blick geworfen. Ist erstmal soweit in Ordnung. Falls doch irgendwo eine Kleinigkeit undicht sein sollte, kann man es jetzt hier erkennen. Die Seehähne nachher, alles was so eingeklebt ist, Durchbrüche im Rumpf, müssen alle soweit trocken sein. Okay, dann gehen wir zum Motorraum. So, wir sind jetzt hier im Motorraum, gucken noch mal einmal mit so einem Rundumblick, ob hier alles soweit in Ordnung ist. Das Herzstück des Schiffes, von meiner Sprache jetzt gesprochen, ist alles soweit in Ordnung. Kein Wassereinbruch. Wir können also das Boot jetzt sicher aus den Gurten entfernen, können die Folie langsam runternehmen. Somit sind wir erstmal sicher, dass wir erstmal im Wasser bleiben können. Jetzt können wir hier die Folie entfernen. Damit das Schiff ist ja untenrum schon soweit sauber geputzt, da muss nicht mehr viel gemacht werden. Hier vorne an der Reling wird in Kleinstarbeit diese ganze Folie noch abgezogen. Die Marek-Leute passen also wirklich auf, dass alles ordentlich gemacht ist. Dass also nicht zerkratzt von der Folie durch den Transport, wenn er mit 80 km pro Stunde über die Autobahn fährt. Dass das alles heil ankommt und vor allen Dingen keinen Schaden nimmt, bevor das beim Kunden angekommen ist. Ja, gut, dann nehmen wir die jetzt runter. Das machen wir später. So sieht es langsam nach dem Schiff aus. Folie ist entfernt. Das andere ist, wie ihr sagt, noch ein bisschen komplizierter, dauert ein bisschen länger, weil Stück für Stück alles entfernt werden muss, was so an den Ecken und Kanten dran ist. Folie ist unten. Ich völlig erschöpft. Boot ist aus den Gurten rausgefahren. Jetzt kommt die eigentliche Arbeit, die Inbetriebnahme von dem Motor. Wir müssen als erstes mal die Hauptschalter einschalten, dass wir überhaupt Strom an Bord haben. Dann werden wir die ganze Technik überprüfen. Als erstes würde ich gucken, ob überhaupt der Motor läuft und einmal das Diagnosegerät anschließen, um zu gucken, ob der Motor auch vollständig in Ordnung ist, dass der Kunde auch Spaß hat. Und so, Hauptschalter ein. Hier im Motorraum gucken wir einmal alle Füllstände nach. Gucken einmal das Wichtigste, das Motoröl, dass das auch drauf ist. Die Schiffe sind, wie gesagt, schon fertig, die Motoren schon einmal gelaufen. Wir haben da so keine Probleme, aber Glauben ist gut, Kontrolle ist besser, Füllstand genau zwischen Minimum und Maximum, das passt. Denn wo wir schon hierbei sind, gucken wir einmal, ob wir Frostschutz im Motor drin haben, Glycerin. Wir prüfen auch den Frostschutzgehalt, dass auch genug drin ist, gerade in einem breiten Gran. Wir hatten minus 15 Grad hier im Januar. Beim Einwetern würde man das auch nochmal kontrollieren, aber dass das Schiff wirklich, wie gesagt, alles vorher überprüft worden ist, bevor es an den Kunden übergeben wird. Getriebeöl würde ich jetzt nochmal einmal testen. Und dann, wenn wir das alles probiert haben, dass alles in Ordnung ist, würden wir den Motor starten. Ja, einfach einen Testlauf durchführen und dann ist das soweit in Ordnung. So, einmal gucken, ob im Vorfeld Fehler drin sind. Und dann ist das soweit in Ordnung. So. Okay. So, keine Fehler vorhanden. Das heißt, der Motor hat auch im Vorfeld nichts gehabt. Jetzt können wir einmal noch mal gucken. So. Gibt kein neues Update, das ist auch immer gut. Dann wollen wir einmal das Getriebe noch mal checken und dann geht bloß ein Probelauf. So, das ist Bootsbau. Wir befinden uns ganz vorne in der letzten Ecke im Motorraum, um einmal nach dem Getriebeöl zu gucken. Der hat hier ein V-Getriebe drin.
Das heißt, der Motor ist verkehrt rum, wie üblicherweise eingebaut, lenkt hier die Kraft um und geht nach hinten zur starren Welle über, um das Boot anzutreiben. Auch hier müssen wir uns die letzte Ecke quälen, um einmal den Füllstand wenigstens von dem Getriebe zu gucken, dass das auch in Ordnung ist. Dass wir also gewährleisten, dass hier auch aufgefüllt worden ist vom Werk aus. So, Füllstand ist in Ordnung, genau so, dass es passt. Dann können wir den wieder festschrauben. Ich muss versuchen, hier aus der Ecke rauszukommen wieder. Und dann können wir einmal starten. So, den Seehahn natürlich öffnen, damit wir die Kühlwasserleistung gewährleisten, dass der Motor nicht warm wird, der Impeller trocken läuft, dass wir da also genug Seewasser ansaugen. Der Motor wird jetzt hier aus dem Winterschlaf gerissen, nachdem wir, wie gesagt, das Boot war ja eingewintert, weil es auf dem Transport hierher gekommen ist. Bei der Stoffbuchse brauchen wir nichts machen, die ist wartungsfrei, da passiert nichts, ist selbst entlüftend, da haben wir also keine Schwierigkeiten. Und dann starten wir den Motor. So, jetzt am Steuerstand angelangt, überprüfen wir, ob alle Instrumente soweit funktionieren. Wir gucken einmal nach der Schaltung, ob irgendwas blinkt, was hier nicht in Ordnung sein könnte. Alle Lampen auf grün, Fehler haben wir keine drin. Wir gucken einmal, ob der Motor auch den Rückwärtsgang einlegt. Ja, macht er. Vorwärts geht auch. Gut, damit funktioniert das alles. Wir können den Motor erstmal stoppen. Wir haben den noch die englische Sprache eingestellt. Das würden wir noch auf den Eigner, weil wir uns ja hier in Deutschland bewegen, einmal auf Deutsch einstellen. Ja, und dann ist das mit dem Motor soweit in Ordnung. Wir führen nachher noch eine Probefahrt durch. Das wird der Thomas machen, der Thomas Larz. Der wird das Boot übergeben an den neuen Kunden. Und ja, aber ich muss ihm soweit das Boot vorbereiten, dass alles funktioniert, fahrtüchtig ist und dass er, wie gesagt, da auch ohne Schaden wieder zurückkommt. Ja. So, das haben wir fertig. Zündung kann erstmal aus. Wir füllen noch einmal Trinkwasser auf, gucken, ob die Toilette Trinkwasser funktioniert, arbeiten uns von vorn nach hinten einmal durch, schalten das Licht überall ein, dass da also alles funktioniert. So, jetzt haben wir soweit alles in Betrieb genommen. Wir müssen den Geräteträger noch schnell festschrauben, einmal die Anschlüsse fertig machen, einmal meine Projektmappe noch mal kontrollieren. Das bleibt leider nicht aus, da steht alles drauf, was zu dem Boot gehört, was drauf sein muss, was dem Kunden verkauft worden ist und ob es auch wirklich da ist. Und zum guten Schluss ist auch noch mal das Volvo-Heft. Alles das, was wir gerade durchgegangen sind, muss einmal abgehakt werden, bei Volvo registriert werden, dass der Kunde auch volle Garantieansprüche hat, wenn er mal irgendwie ein Problem hat, dass er da auch registriert ist, der Motor. Ja, und dann können wir bald dann starten zur Probefahrt. Das macht, wie gesagt, der Herr Larz. Ich würde jetzt einmal meinen Kollegen kurz anrufen, der ist nämlich schwer erreichbar und auch schwer beschäftigt. Und würde einmal gucken, ob er ans Telefon geht, weil der kann mit euch noch mal einmal die Probefahrt durchführen, dass ihr seht, dass das alles funktioniert. Und hallo Thomas. Thomas, einen wunderschönen guten Tag. Ich würde dich bitten, wir wären hier, du musst jetzt herkommen oder das Wasser an den Kran zur Probefahrt von der Marex 360, bitte. Ja. Vielen Dank. Geht sofort? Bis gleich. Ja, oder in 10 Minuten. Nein, sofort bitte. Okay, dann komme ich raus. Danke. Tschüss. So, abschließend haben wir jetzt das Boot nochmal getestet, richtig während der Fahrt. Der Werkstattleiter hat das ja soweit alles kontrolliert und soweit vorbereitet, alles zur Übergabe. Und ich hatte jetzt eben halt nur nochmal die Aufgabe,
alles nochmal während der Fahrt nochmal durchzuchecken und auch zu sehen, dass das Boot von der Geschwindigkeit her zur Drehzahl und dass wir das alles nochmal testen und auch alles festhalten und dokumentieren können. Ja, und jetzt steht dem eigentlich nichts mehr im Wege und das Boot kann dem Kunden oder dem neuen Eigner übergeben werden. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Und wenn ihr weiter Videos von uns sehen möchtet, abonniert unseren Kanal und ordentlich die Finger nach oben heben und gebt uns ordentlich Likes. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.